Herzlich willkommen zur nächsten Folge Cheese Defense. Heute schauen wir uns ein PvP auf Pro-Ebene an. Das hier ist eine vorbereitende Folge auf die nächste, wo wir wieder die Abwehr von Cannon Rush zeigen im PvP. Und bei mir ist der Klaus. Hallo Klaus. Grüß dich ganz herzlich, lieber Rezo. Geht's, wie steht's? Super. Und bei dir, Ledder, alles im grünen Bereich mit dem neuen Map-Pool? Jo, summa summarum schon. Alles gut. Wir sehen hier die etwas ältere Karte Belgier Vestige. Seitdem hat es einige Patch-Changes gegeben im PvP, die allerdings nicht so nennenswert sind. Falls ihr die wissen wollt, können wir sie gerne unten in der Beschreibung mal auflisten, aber generell hat es also hauptsächlich Mothership Core und Oracle. Ne, Oracle war schon schnell. Zumindest habe ich da nichts gesehen. Könnte uns auch aber verbessern. Generell ist das hier ein Opening im PvP, wie man bei ungefähr 5.30, 5.40 eine Echse schmeißen kann. Velmoose scoutet hier unten nach einem Proxy-Pylon, um gegen Proxy-Gates safe zu sein. Und die wichtigste Frage, Rezo, du weißt, wie sie lautet im PvP, was muss eine BO abhalten können? Cannons. Cannons? CTs, Oracle, alles. Hauptsächlich Foregate. Also die wichtigste Frage für einen PvP-Opener ist Foregate. Vielleicht nur mal als Hinweis, wenn ihr darauf geachtet habt, der erste Pylon ist hier einmal bei 46 und einmal bei 47 Sekunden gebaut worden. Also mit gutem Probe-Stack kann man da einige Sekunden rausholen, ist aber bis Highmaster letztendlich nicht wichtig. Dafür passieren einfach zu viele andere Fehler. Gut. Guckst du dir in Streams PvP überhaupt an? Also? In Turnieren schon, ja. Okay. Schau mir jedes Matchup an. Okay, das ist schön. Was wurde so in den letzten 5 bis 10 Turnieren so gespielt, die du gesehen hast im PvP? One-Base All-Ins oder auch manchmal irgendwie irgendwas mit einer schnellen Echse? Also sowohl als auch, aber überwiegend sind drin schon One-Base zu spielen. Aber letzten Endes geht es halt darum, mit One-Base sich ja nur Rolle zu verschaffen, dass man dann safe oder halt schneller seine Echse nehmen kann. Und dann halt nach vorne zu kommen und seinen Colossi Deathball da aufzubauen. Ja. Ja, Colossi Deathball ist halt eine Möglichkeit, gibt aber mittlerweile halt auch Arcanplay war mal eine Zeit lang in Mode. Gibt auch DTs into Arcan All-In, damit man halt die Force Fields halt brechen kann. Und man sieht hier halt eine sehr interessante Art und Weise zu verteidigen. Ich weiß halt nicht, ob Velmu hier ausgenutzt hat, dass Duck Deok, ich hoffe, er wird so ausgesprochen, nicht weiß, dass der Protoss so viele Stalker nicht haben kann zu dem Zeitpunkt. Denn er benutzt halluzinierte Stalker, um damit... Umgekehrt, Velmu benutzt halluzinierte Stalker, um die Stalker von Duck abzuhalten. Duck spielt hier eine BO, die auch beliebt ist, nämlich Stalker Pressure into Oracle. Und du sagst für Pro-Gamer-Ebene, das werden wir gleich sehen, läuft das hier sehr erfolgreich. So, man sieht hier, der Nexus kommt bei 5.30, was unglaublich früh im PvP ist. Wichtig ist halt auch, dass ihr mit den beiden Stalkern sehr aktiv auf der Karte seid, damit ihr halt so ein Zeug hier wie die Pylons findet. Und was ich für ein bisschen risikoartig halte, ist, dass Velmu überhaupt nicht gescoutet hat, ob ein Foregate halt kommt oder nicht. Ist halt die Frage, ob man das mit drei Sentries... Wobei, wenn Foregate kommt, kann er den Nexus wahrscheinlich auch abbrechen. Oder wie siehst du das? Da muss er nur halten. Ja. Und ist dann vorne. Letzten Endes bei Pro-Gamern ist noch ein Unterschied zu Ladder. Wobei die sich kennen, die wissen, wie die spielen. Probieren es mit Mindgames und so weiter. Ja. Also wobei man, dazu kann man sich 7 Replays angucken. Ich habe den Link schon gepostet. Und er versucht jetzt seinen Nexus zu verteidigen. Den Nexus durchzubringen und dann halt mit Photon Overcharge hier den Protoss halt abzuwehren. Genau. Und
So, wir müssen gleich mal die Minimap beobachten. Gleich kommt nämlich irgendwann Oracle reingeflogen. So, jetzt kommt bei Duck auch der Nexus. Aber generell ist vom Nexus und... So, da ist das Oracle. Machen wir mal gerade hier die Losts an. Also 5 Worker Kills, das ist natürlich schon. Das liegt hier einfach am fehlenden Scouting und am guten Pressure, den Duck hier gemacht hat. Ja. Also ich würde sagen, das hat sich gerade so gut ausgezahlt, dass das Stargate Tech ihn nicht per Hand geworfen hat. Aber in Kombination mit der Echse sind beide noch relativ nah aneinander dran. Momentan hat halt Duck mehr Worker gehabt, aber Elmo holt wieder auf. Also generell ist jetzt hier das Opening nicht dafür verantwortlich, dass Velmu gewinnt, was wir auch nicht zeigen werden, weil also das Spiel ist im Moment ausgeglichen. Ne? Supply-Zahlen sind gleich. Gut, Velmu hat jetzt 3 Arbeiter mehr. Wie siehst du das? Ist 3 Arbeiter mehr auf Pro-Gamer-Ebene schon, jetzt sind es natürlich schon 5. Ist das schon... 5, ja. Ist das also im Mirror-Matchup machen sich auf Pro-Ebene auch schon kleine Unterschiede bemerkbar. Okay. Jetzt ist er schon 4 Arbeiter, 7 Arbeiter vorne. Nee, aber wie gesagt, also das soll. Wobei, wir können jetzt die letzten paar Minuten auch noch zu Ende casten. Also wir werden halt mit dem Opening versuchen, dann Cannon Rush abzuwehren. Ich werde dazwischen noch eine Folge schalten, wo ich das Opening im Benchmarker einfach mal zeige. Und die Frage ist, warum baut Duck keine Sonnen? Hast du da einen Plan? Sein Geld ist relativ niedrig, jetzt baut er wieder welche. Ich glaube, er wollte halt unbedingt noch den Immortal und den Void Whale draußen haben, weil er Angst hat, dass Velmu pusht. Okay. Jetzt ist Velmu wieder im Supply hinten. Und das hier finde ich eine schöne Entscheidung von Velmu, dass er hier einen Dark Shrine wirft, weil er das Oracle bekommen hat. Das hat Rizzo in der ersten Analyse schon gesagt. Es gibt kein Oracle mehr auf dem Feld. Deswegen baut er einen Dark Shrine. Sehr gut gescoutet, sehr gutes Decision Making. Hat natürlich auch mit dank seiner Sentries sehr gutes Scouting über die Phoenixe. Und das wird natürlich, wenn jetzt die Robo nicht kommt. Hier unten sieht man, hier unten ist hier irgendwo eine Cannon. Nee. Weil Velmu die Cannon baut. Also bis jetzt hat der Protoss, Entschuldigung, Duck hat überhaupt keine Möglichkeit, Dark Templar irgendwie zu scouten. Ja, Allerdings hat er sich halt ein Zeitfenster eröffnet. Da Duck die Robo später geendet hat, muss er erstmal im Mortal Count hinterherkommen. Sprich, in der Zeit baut er keinen Observer und dann haben halt die T ihre Chance. Genau. Und jetzt schlagen die hier auch zu. Duck muss zurück. Wird wahrscheinlich jetzt rausboosten. Genau, da ist der Observer. Der wird rausgeboostet, damit er halt nicht viel zu viel verliert. Aber hier ist schon der Dark Templar auf dem Weg. Mal schauen, wie viele Kills der bekommt. Also hat sich gelohnt in meinen Augen. 5 Worker Kills. Einer war vorher schon. Das hier ist natürlich ein klarer Fehler, die Void Ray hier vorne stehen zu lassen. Dann gehen wir jetzt mal hier schneller durch, damit die Folge nicht zu lang wird. Also der dritte Nexus von Velmu kommt auch früher. Watchtower haben beide, wie ich finde, sehr gut genommen. Velmu mit dem Dark Templar. Exit Timing ist deutlich später. Jetzt kann man schon sagen, ist der rote Protoss vorne, richtig? Also Velmu. Ja, im Supply sieht man es zwar noch nicht, aber overall ist er gut vorne. Ja, also man sieht es hier auch, wird mittlerweile im PvP nicht mehr nur auf Colossi gegangen, sondern halt auch auf Arkans und Immortals.
Dagdag hat halt viele Zealots und Velmo viele Arkans. Das geht sich dann gut aus für Velmo. Ja. Also ich bin jetzt gleich schon beim GG, ich bin jetzt gleich schon beim Ende. Jo. Wie gesagt, das Opening war hier nicht verantwortlich für den Sieg. War einfach eine sehr gute Defense. Klar, wenn man den Nexus verliert, ist das nicht so gut. Aber man kann sich noch 6 weitere Replays, also insgesamt sind im Replay-Pack 7 Spiele drin. Nicht nur von Velmo sind auch andere Spieler dabei, wie Rain oder Hero, die also noch einen größeren Namen haben im Protoss-Geschäft. Ich wollte das einfach nur mal zeigen, damit man... ist allerdings vom Multitasking her mit den ersten beiden Stalkern, um da die Map abzusuchen, schon deutlich aufwendiger. Und ich würde von, sagen wir mal, also ich würde die BO erst ab Platin Diamond Master empfehlen und in Platin würde ich auf jeden Fall noch einen Probe Scout komplett empfehlen, nicht nur die eigene Natural. Weil wenn der Gegner die Proxy Gates einfach woanders hinbaut als an eure Natural, müsstet ihr theoretisch eure dritte zusätzlich noch abscouten und dann macht es auch irgendwann Sinn, in die gegnerische Base zu fahren mit der Probe. Oder siehst du das anders? Ja, nein. Probe Scout ist immer gut. Ja, denke auch. Gut, das war's für diese Folge. Ich danke euch und dann die nächste Folge mache ich wie gesagt alleine und danach kommt dann PvP Cannon Rush Defense. Bis dann. Tschüss.